Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier vom Schatzgräber-Simulator. Meine Stimme ist noch angeschlagen, hab deshalb Verständnis, dass ich etwas ruhiger, langsamer und weniger spreche. Und wir sind immer noch hier auf der ersten Map mit 3 Missionen unterwegs. Weil ich will endlich mal euch auch ein anderes Grabungsgerät zeigen. Was aber nicht geht, weil wir erstmal das Prestige haben müssen. Das kennt man ja, ne? Man geht in den Laden. Und da sagt der Ladenbesitzer, zeigen Sie mir doch erstmal, was Sie bis jetzt ausgegraben haben. Denn wenn Sie bis jetzt nichts Vernünftiges ausgegraben haben, dann kriegen Sie aber wieder kein neues Gerät. Ist klar. Aber wer kennt das nicht? So. Und dieser wundervolle, formschöne Knopf. Immerhin noch ein weiteres Prestige, aber wir haben auch ein paar Missionen hier, die wir teilweise irgendwie nicht erfüllen können, weil die Blumen sich nicht richtig fotografieren lassen, weil ich immer noch bei den falschen Blumen bin. Wir aber möglicherweise diese Rennmission auch gar nicht hinbekommen, weil wir waren ja noch ein ganzes schönes Stück von den Häusern weg, als wir das jetzt versucht haben. Aber das scheint wieder so eine Stelle zu sein, die wir diesen Detektor nicht schaffen. Also, wir müssen diese Nebenmission machen. Und dann müssen wir vielleicht auch mal auf eine andere Map. Aber vorher würde ich noch gerne diese Pflanzenmission abschließen. Und dazu müssen wir uns nochmal überall mal eben so ein bisschen umschauen. Oh, jetzt ist hier auch was. Aber letztes Mal nicht. Ja, und dann habt ihr natürlich in den Kommentaren geschrieben, zur ersten Folge wohlgemerkt, weil, wie gesagt, staffelweise Aufnahme, ich kann die anderen Kommentare noch nicht gelesen haben, dass man in der Realität natürlich auch nicht so einen Sensor hätte, ne, der jetzt irgendwie in 35.000 Kilometern ausschlägt. Aber du willst das in einem Spiel sonst anders lösen. Hier habe ich den Eindruck, das finden wir nicht. Aber vielleicht finden wir hier unten die Pflanze. Nein. Oder? Das ist sie. Das ist sie. Ja, wir haben die Pflanze gefunden. Immerhin. Ne? Sehr gut. Okay. Jetzt fehlt hier noch das Fleischermesser, also das Häutungsmesser ist das, glaube ich, ne? Und die schnellste Route zum oberen Dorf vom Fluss aus. Und das ist halt... Da haben wir ja schon den kürzesten Weg genommen eigentlich. Wenn wir hier loslaufen, wir könnten nicht noch weiter hier am Hang entlang. Hier, die Route sind wir beim letzten Mal gelaufen. Hier, diese Pünktchen da. Das kann so falsch nicht gewesen sein. So, dann sollten wir hier oben noch ein bisschen graben. Und dann würde ich sagen, wir haben eigentlich schon fast jede mögliche Lokation zumindest mal so ein bisschen angebuddelt. Aber, wenn wir denn hier alles fast umgegraben haben, heißt das mit anderen Worten auch, das Geheimnis dieser Karte kann nicht mehr weit weg sein. Gut, da unten weiß diese Stelle, da müssen wir dann vielleicht nochmal hin. So ein, zwei Stellen haben wir ja, ne, wo wir nicht drankommen irgendwie. So, und hier müssen wir auch nochmal durchstapfeln. Hier scheint aber nichts zu sein.
Ja, das heißt, wir können nochmal da unten gucken. Ob wir die nicht doch aufdecken können. Hier waren ja auch noch ein, zwei Stellen, die wir nicht aufdecken konnten. Das wäre auch ein bisschen schwierig, ne? Aber dann haben wir zumindest die Map abgegrast. Hier könnten wir mal gucken. Wobei ich denke, da waren wir schon. So viel zu dem Thema. Wir sind nah dran hier, aber irgendwie... Seht ihr das? Ah, noch besser. Oh, das ist aber... Das ist ja genau dasselbe, ne? Wir sind sehr nah dran, aber wir kommen wahrscheinlich mit dem Gerät nicht weit genug. Können Sie aber noch kein anderes Gerät holen? Wo war denn da? So, dann hier hinten um die Hütte nochmal rum. Aber das war jetzt die eine Stelle da. Oh, Fischi! Wie cool! Aber hier waren wir ja eigentlich auch schon. Und ansonsten... Ja, bleiben jetzt halt die Stellen übrig, wo wir irgendwie nicht rankommen, ne? So, bin nochmal einmal den ganzen Berg rumgerannt. Wir müssen dann vielleicht doch nochmal an die Stellen ran, wo wir vermeintlich nichts finden, irgendwie. Nützt ja nichts. Man kann ja schon ziemlich genau hiermit arbeiten. Aber teilweise nicht genau genug. Tja. Was willst du da machen? Ich glaube, da kommen wir so nicht dran. Das heißt, ich würde jetzt nochmal alle möglichen Stellen noch einmal hier abgrasen. Aber dann sollten wir vielleicht so doch jetzt dann nochmal versuchen, was unser Prestige sagt, und dann vielleicht versuchen, nach Gettysburg zu reisen, um dort auch Aufgaben zu erfüllen, um einen besseren Gräber zu bekommen. Da kommen wir vielleicht hier nochmal zurück. Das wäre ja auch Wahnsinn, ne? Wenn man mit dem ersten Grabgerät hier gleich auf der ersten Map die legendären Sachen holen könnte. Macht irgendwie auch Sinn, dass man das nicht sofort kann, ne? Oder? Aber andererseits, wir suchen ja wirklich so ein Pickelhelm, stand da ja in der Beschreibung. Und mal ganz ernsthaft... Wir finden hier die kleinsten Dosenabzugsdinger, aber so einen dicken Helm finden wir da nicht, oder wie? Ernsthaft? Sinn? Logik?
ganz schön viel. Wenn wir da eben drankommen. So. Das kam, was ist das für ein Geräusch? Noch ein Nagel. Warum haben wir denn hier jetzt noch viele Sachen? So viele Sachen zu finden. Merkwürdig. Diese Route ja sehr abgeklappert, naja. Ja, dieses komische Messer sollen wir auch noch finden, das haben wir auch noch nicht gefunden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ein Stückchen oberhalb des Weges entlang. Denn hier sind wir bis jetzt auch nur einmal hergerannt. Aber haben wir nicht angehalten zum Ausgraben. Wenn was war. So. Da einmal eine Kanonenkugel. Es wurde auch schon in den Kommentaren die Vermutung aufgestellt, dass ich irgendwann ja so bei meinem Glück auf einen Blindgänger treffe. Teile ich die Sorge. Es ist manchmal ziemlich knapp. So. Der nächste Nagel. Kann man vielleicht irgendwie merken, dass das ein bisschen süchtig macht? Kann ja nicht aufhören hier. Noch ein Kronkorken. Ja, das hätte ich mal eben gegenüber den Müll zählen müssen. So. Oh, eine epische Öse. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Die haben wir auch schon lange nicht mehr bekommen. Aber es ist halt nur ein Epic, kein Legendary. Also diese Tiere mache ich mir langsam Sorgen. Wäre jetzt auch nicht schlecht, mal hier so eine kleine Anhöhe. Da könnte sie natürlich was richtig Geheimes verbergen. Dass wir hier nicht in den Stein reingraben, ne? Oh ja! Dass sie direkt hier am Abhang brauchen wir natürlich Dachrinnen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich glaube. Wir sind ein bisschen von dem Kurs, wo wir eigentlich hin wollten, abgekommen. Wir wollen ja hier eigentlich mehr so. Hm.
Also ich glaube, ganz ehrlich, hier kommen jetzt randommäßig immer neue Dingens. Und meine stochastische Theorie des Probenziehens ohne Zurücklegen trifft hier nicht ganz. Dann aber frage ich mich, warum ist da so eine Map, wo man sehen kann, wo man schon war? Gibt dann keinen Sinn, nicht? Sehr, sehr, sehr kurios. Ich würde gerne... Als ob wir das beim letzten Mal nicht gefunden hätten hier, weißt du? Hey, wir kommen mit diesem Gerät da wahrscheinlich nicht ran. Und an den hier unten auch nicht. Der ist jetzt weg. Die Orte verändern sich. Da kannst du mir sagen, was du willst. Oder? Wisst ihr was? Zurück zum Office. Wir gucken uns das erstmal an. Weil ich glaube, wir haben hier so, dass das wird so nix. Und dann könnt ihr zumindest nochmal sehen, was es hier sonst noch so gibt. Oh! Mein Prestige ist gestiegen. So, dann sind wir hier. Shallow, Medium, Large. Und nach Gettysburg haben wir nicht genug Geld. Detektoren, der zweite. Mit dem können wir dann Medium sammeln. Aber was ist da der Unterschied? Wir verkaufen mal die ganzen Patronenkugeln, die wollen wir eh nicht haben. So, und beim Medium. Weil hier ist ja auch jede Menge bei Medium. Da würde ich jetzt einfach nochmal diese Stellen probieren und gucken, ob die A gleich geblieben sind. Und B, ob wir dann das finden, was wir suchen. Und was wir noch hätten gucken können, ist, ob wir neue Missionen dann da auch bekommen. Also neue Missionen, die alten bleiben bestehen, die wir noch nicht gelöst haben. Seht ihr das? Aber wahrscheinlich sind diese Funde auch in der Nähe von diesen Monumenten, oder? Also wenn da so eine Sehenswürdigkeit ist, würde ich sagen, es würde auch Sinn machen, dass man das da in der Nähe suchen muss, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Aber was weiß ich schon. So, neue Detektor. Neues Glück. Aber auch der... kommt hier nicht zu einem guten Schluss. Also, müssen wir jetzt nochmal Missionen machen oder so? Ich weiß es nicht. So wird das nichts. Gucken, ob der bei normalen, Sachen jetzt einfacher ist. Aber das Prinzip müsste ja das gleiche sein, ne? Ah ne, guck mal. Der scheint jetzt bei den kleinen Sachen schwieriger zu funktionieren. Ist das in der Realität auch so?
Und finden wir jetzt hier die gleichen Sachen oder finden wir jetzt hier andere? Wir finden andere. Jetzt finden wir einen alten Hammerkopf. Also. Eieieiei. Aha, das heißt also in der nächsten Folge, wenn wir da noch eine aufnehmen sollten, finden wir neue Items. So kann man mit unterschiedlichen Detektoren auf unterschiedlichen Maps rumlaufen. Guck mal hier, jetzt finden wir nämlich nichts. Für diesen Detektor gibt es also offenbar auch bestimmte Sachen oder so. Oder wie funktioniert das? Schon irgendwie krass. Ja, guck mal, nirgends irgendwas. Aber ich wollte ja hier bei den Häusern gucken, weil da... Das wäre natürlich dann auch, wenn wir jetzt diesen Kaiserhelm nur mit dem zweiten Detektor finden könnten. Oh. Wäre es natürlich cool gewesen, wenn uns das jemand gesagt hätte. Metallhaken. Mhm. Kommen so wirklich jetzt andere Sachen? Interesting. Oder halt jetzt gar nichts mehr. Also ich weiß ja nicht. Irgendwie frustriert mich das jetzt langsam. Ich dachte, ich habe mal so ein geiles neues Teil hier, aber irgendwie... Satz mit X. Das war wohl nix. Aber es verbergen sich immerhin scheinbar andere Dinge dann hier. Und das macht ja dann auch wieder interessant. So. Oh, eine alte Speerspitze. Jetzt geht's ab. Aus dem 16. Jahrhundert. 18 Dollar. Okay, eine einzige machen wir noch und dann beenden wir das Ganze und dann schauen wir mal, ob wir bis zur nächsten Beta warten. Das hängt von den Daumen ab. Das Daumen-Minuten-Projekt gibt ja extra Daumen, aber wir machen trotzdem noch längere Folgen, weil ich einfach irgendwie Spaß dran habe. Und ich glaube, das merkt man auch. Wenn das nicht so klingt, meine Stimme muss ich im Moment ein bisschen schonen. Das dazu. Meine Spaß- und Begeisterungsrakete. Meine Spaßrakete? Das hängt nicht damit zusammen, wenn ich nicht so klinge. Klingel? Ding dong. Aber hier ist ja für den mittleren Detektor gar nichts mehr. Okay, wir kriegen neue Sachen damit, aber... Was heißt denn dann auch mittel? Heißt das dann mittlere Entfernung, mittlere Größe? Wenn ihr euch da auskennen könnt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Jetzt habe ich gesagt, 1 Gramm noch aus, jetzt kommt nichts mehr. Super, gerade wohl. Läuft bei dir.
bewege nichts mehr. Warum diese? Habe ich doch gar nichts anderes gemacht. Oh, ich habe Hunger auf Fisch. Wir machen mir heute Abend so ein Fischfilet. Ich habe irgendwo noch Kabeljau. Das Einzige, wo wir jetzt noch nicht groß geguckt haben, war jetzt oben bei den anderen Hütten mit dem mittleren Detektor. Weil meine Theorie ja war, dass sich die Sachen auch bei Monumenten befinden. Noch einen neuen Gegenstand, dann ist es ja auch schon mal ganz schön vielfältig hier. Ja. Zeig. Ja, da ist er! Ja, in der letzten Sekunde. Oh, das ist eine Schlüssel. Kann auch sein. Ein Stahlkampfhelm aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist, glaube ich, nicht der richtige, aber immerhin. Wir kommen der Sache näher. Ich muss auch einen riesen Rucksack mit dabei haben. So, komm, eine noch. Eine letzte. Das ist dann die allerletzte. Ich glaube, also was jemand geschrieben hat, war ja dieses, ja, diesen Näherungssensor, das gibt's halt nicht in der Realität. Stell dir mal vor, den hätten wir nicht. Dann müssten wir wirklich alles mit dem Ding ablaufen. Und ich glaube, das wäre schon ein bisschen sehr arg. Letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Pickelhelm rausgeht. Oh. Was ist das? Eine Kuhglocke? Also schon irgendwie cool, ne? Gut, Leute, also das war's von unserer ersten Staffel-Vorschau hier auf den Schatzgräber-Simulator. Es kommen natürlich auch eure Kommentare und auch eure Daumen an. Daran kann ich natürlich bestmöglich erkennen, ob euch das zusagt. Dann gibt's vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal eine zweite Staffel. Wieder so. Ah! Puh, der war knapp. Das muss sich jetzt aber lohnen. Oder das ist halt jetzt so ein kleines Teil, was wir eigentlich mit dem kleinen Detektor besser gefunden hätten. Das kann auch sein. Nee, das ist ein Hammerkopf. Okay, Leute, also, das war's. Mal gucken, dass wir bis zur nächsten Staffel mehr Prestige bekommen. Ein Ballpin? Hm. 13 Dollar. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.